Morgen. Hi. Ich gehe mich eben umziehen. Ja, warte, komm mal gerade rein, bitte. Ja. Wir haben uns hier schon mächtig amüsiert heute. Warum? Schau mal hier, kennst du? Melina Hoffmann. Was ist das denn? Nee. Ist geil, dann haben die Ehrenfelder uns geschickt. Das okay. Ist eine Bußgeldsache. Da ist jetzt das Foto entwickelt worden. Und das ist ja schon nicht schlecht. Das geht da 17 Kilometer zu schnell in der 30er-Zone. Dann ist aber halt... Ja, vor allem diese ja, Person sieht ja nichts, oder? Sieht nichts mehr, ne? Da haben wir einen Halter gemacht, Johannes Röder. Der hat... Wann wirst du denn rot? Ja, hör mal, das sagt mir noch nicht, aber ne? Ja, ja, also ich meine, ich hätte gern anders einen Heiratsantrag, ist ja nicht gemeint, ne? Aber ja. Ich kenne weder die Karre noch den Typen. Und jetzt weiß ich, Melina Hoffmann, das wirst du ja schon sein, oder? Das denke ja. Ich mal auch. Ist auf ne? Jeden Fall auf dem Weg hierhin. Kannst du schon mal. Ich mach mich schon mal genau. Fertig. Machst du aber noch nicht Brautkleid, oder? Nee, ich muss mir den Herrn ja erstmal angucken, keine Ahnung. Auf der Wache trifft währenddessen der Halter des geblitzten Fahrzeuges mit seiner 18-jährigen Tochter ein. Christian Reuter übernimmt die Befragung des Versicherungskaufmannes. Worum geht's? Es geht um eine Verkehrsangelegenheit. Sie sind Halter von diesem Fahrzeug? Ist richtig, ne? Ja. Das ist natürlich schon tatsächlich verkehrsgefährdend. Ne? Deswegen sind wir hier. Verständlich, klar. Um Sie auch zu befragen. So, da bin ich. Ah, okay. Hallo. Da ist Hallo. Übrigens der Herr Röder, Johannes Röder, der Halter von dem Fahrzeug. Ah ja, Ihnen habe ich das zu verdanken. Ich kenne Sie nicht. Kennen Sie nicht. Ja, ich kenne ihn auch nicht. Weil auf dem Schild steht, ne? Melina Hoffmann ist die Kollegin. Ja, ja, ich meine, sie sieht zwar gut aus, aber kenne ich nicht. Wo waren Sie denn hier am 13.01. Um 17 Uhr? Da war ich arbeiten. Waren Sie arbeiten? Aber nicht mit dem Fahrzeug. Was machen Sie beruflich? Ich bin Versicherungsvertreter. Okay, und da haben Sie einen Firmenwagen oder was? Ja. Und Sie waren nicht unterwegs? Nein, mit dem Auto nicht. Okay. Nein. Das sind natürlich auch immer die klassischen Ausreden, wenn alles zu schnell gefahren ist und man kann das Bild nicht so erkennen. Ja, natürlich, klar. Bin ich nicht mitgefahren? Nein, nein. Dann wird dann in der Regel auferlegt, so ein Fahrtenbuch zu führen oder sowas, ne? Das heißt also, zu Ihrer Familie gehört wer denn noch? Das ist A, meine Freundin, ja. Die zusammen im Haushalt wohnt. Ja. Dann der Sohn. Ja. Und dann meine Tochter, die Lina. Okay. Genau. Und sie wäre sie denn, ist sie im Besitz von einer Fahrerlaubnis? Also ja, die ist, sie traut sich halt nicht mehr. Sie hat dann dreimal den Führerschein gemacht, die praktische Prüfung ist sie durchgefallen ne, und ist halt sehr, sehr ängstlich. Ja. Dadurch, dass sie dreimal durchgefallen ist. Und sie hätte auch Zugriff auf den Schlüssel. Hat sie, ja. Und wenn sie arbeiten sind, dann ist der, einfach du, ne? Steht das Auto zu Hause. Ja. Okay. Und jeder hat da Zugriff, also ne, Freundin, Sohn gerne und den meine Stuhl, Tochter. Dann darfst du dich gerne neben meinen Papa setzen. Danke. Und du hast auch schon einen Führerschein. Hi, grüß dich. Hallo. Ja. Noch nicht so lange, aber ja, habe ich. Ja. Und fährst du manchmal mit Papa seinem Auto? Ja, ab und zu, aber. Ja. Da weiß ja immer Bescheid. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, ich sag einfach du kommst mir auf jeden Fall bekannt vor. Ja, Sie weil waren... Weil wir waren nämlich letztens bei der Verkehrserziehung in der Schule und ich glaube, da hattest du ja einige Fragen gestellt, ne? Ja, genau. Fand ich auch echt schön. Hat mich auch echt interessiert. Ja. Ja, daher kenne ich die Dame. Möchtest du auch zur Polizei? Ja, genau. Okay. Fand ich echt schön. Stimmt, da hast du erzählt, aber da war doch das eine, wo du so Theater war, da mit diesen Halbstarken da, ne? Ja, genau. Das war quasi die gleiche Klasse, glaube ich, oder so. Der hat, da war ja noch irgendein junger Mann, der da so ein paar Kommentare abgelassen hat. Das ging halt gar nicht, ne? Also... Das war der Clemens, Papa. Ach. Wer ist denn Clemens? Okay. Das ist der Sohn von meiner Partnerin. Ja. Okay. Mhm. Genau, die Sabine Krautwurm. Ja, die Bemerkung, die er da von sich gegeben hat, muss man jetzt nicht unbedingt machen, wenn jemand mit Uniform da vorne war steht. War so heftig, glaube ich. Ja, ne? Genau, da hatte ich dir ja noch erzählt. Ja, ja, genau. Da hatten wir noch überlegt, ob man dann eventuell noch da den Lehrer da informieren, beziehungsweise den Schulleiter. Genau. Ne? Der ist nicht so erzogen. Ja, das hat man gemerkt. Und der heißt Wortlaut... Vornamen wie? Das ist Clemens. Clemens war das, ja, ne? Genau. Den Wortlaut möchte ich eigentlich gar nicht mehr wiederholen, was da von sich gegeben worden ist. Und ihre Lebensgefährtin und der Sohn, die haben auch beide... Eine Fahrerlaubnis. Beide eine Fahrerlaubnis. Genau. Könnten wir da eine Erreichbarkeit mehr herstellen, dann würden wir die auch mal befragen wollen, beziehungsweise Verkehrsdienst nachher, weil sonst wird ihnen auferlegt, ein Fahrtenbuch zu führen, wenn das nicht geklärt werden kann, ne? Kann ich gerne machen, aber ich habe die eben angerufen, die sind auf dem Weg nach hier. Okay. Und dann können Sie weiteres mit denen besprechen. Super. Genau. Christian Reuter und Melina Hoffmann sind weiterhin mit dem Blitzer-Fotofall beschäftigt. Der 19-jährige Stiefsohn des Fahrzeughalters ist der Polizistin bereits bei einer Schulveranstaltung äußerst unangenehm aufgefallen.
Schönen Tag. Setzen Sie sich gerne einmal da. Türe zumachen. Bitte? Türe zumachen. Nee, die können Sie ruhig auflassen. Sie können sich auch gerne da hinsetzen. Man kennt sich. Die Melina Hoffmann, damals in der Schule schon echt eine Granate gewesen. Und jetzt, boah. Und jetzt sind Sie auf einer Polizeiwache. Ich würde den Ball erstmal flach halten. Ja, aber muss ich mal kurz loswerden, wa? Ja, da freue ich mich sehr. Ja, ich glaube auch. So. Hoffmann, mein Name, Ihr Sohn kennt mich ja schon. Ja, weswegen Sie eigentlich hier sind. Und zwar, Ihr Lebensgefährte hat ja Zugriff auf ein Fahrzeug, beziehungsweise das ist sein Fahrzeug. Jetzt ist dieses Fahrzeug geblitzt worden, mit 17 km/h zu schnell. Okay. Allerdings kann man nicht so ganz sehen, wer da denn gefahren ist. Ja. Weil da nämlich ein Plakat in der Scheibe angebracht worden ist. Ich zeige Ihnen das mal gerne. Vielleicht kommt Ihnen das ja bekannt vor. Heirate mich. Wie bitte, was? Moment, sind Sie nicht Frau Hoffmann? Ja, ja, richtig. Ist das nicht auch vom Johannes? Ja, ja, natürlich. Was ein geiler Typ. Korrekt. Ja, nee, korrekt finde ich ja eigentlich nicht so. Jetzt, ne? Steht aber die Welt ihrer Mutter, finden Sie das auch nicht so toll. Ja, genau. Jetzt ist erstmal gut. Aber Wahrheit ist schon, ne? Mal abgesehen davon, dass man halt den Fahrer nicht erkennt. Ne? Aber was macht das in unserem Auto? Ich komme gerade überhaupt nicht mehr mit. Ja, das frage ich nämlich Sie, weil Sie sind nämlich auch, haben Zugriff darauf. Okay. Und dann wäre halt interessant, ob Sie möglicherweise mit dem Fahrzeug unterwegs waren. Ich? Ja, Sie. Wann war das denn? Ja. Ja, sehen Sie auch, steht da drauf. 13.1. Wenn Sie lesen können. Ja. Ich glaube, da warst du gar nicht da, oder? 13.1. Eine coole Aktion auf jeden Fall. Ich war das nicht. Wie eine coole Aktion? Doch. Ey, das ist lustig, ganz ehrlich. Naja, lustig finde ich das ihrer Mutter jetzt gegenüber gerade gar nicht, ne? Wirklich nicht. Zugriff habe ich, sag ich mal. Hast du was indirekt damit zu tun oder nicht? Du warst, ey, Mutter, ich war doch in Paderborn. Ja, ich weiß, aber weiß ich, was du hinter meinem was Rücken haben machst? Sie denn da gemacht? Ich war auf so einem Spielertreff. Aha, und da können Sie auch nachweisen? Ja, natürlich. Hab ich, boah, ich habe, glaube ich, sogar noch die Karte. Moment mal. Okay. Moment. Ja, hier. Willst du auch noch meinen Personalausweis haben? Das heißt, auch immer noch nicht du sagen. Ja, tut mir leid. Können Sie mir auch gerne geben? Ja, sehr gerne. Die Nummer schreibe ich später auf. Die brauchen Sie mir nicht aufschreiben. Die möchte ich gar nicht haben. Danke. Unverbesserlich. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was da passiert ist und wer mit dem Wagen gefahren sein soll. Ja, waren Sie denn an dem Tag mit dem Fahrzeug unterwegs? Ich war definitiv an dem Tag nicht mit dem Wagen unterwegs. Okay, können Sie das irgendwie nachweisen? Aber du wolltest doch eben noch mal ganz dringend zur Toilette. Haben wir hier nicht irgendwo eine Toilette? Kann ja, man so klar mal eben gehen. Ich Sie müssen ganz quasi einfach nur raus. Ist doch gar nicht schlimm, wenn Sie da verlassen. Auf Toilette? Ne? Ja, du dann gehst jetzt ein bisschen erst mal mehr Abstand zu mir. Gehen Sie ruhig mal raus. Der dicke Eierarsch. Jetzt, ganz ehrlich. Ja, und Sie nicht, danke. Bis gleich, ich komme gleich zu dir, okay? ich habe definitiv ein Alibi an dem Tag. Okay. Ich habe mich mit einem ganz lieben Freund Diego getroffen, bin den ganzen Tag mit ihm zusammen gewesen. Wir haben einige Dinge zu besprechen gehabt und ich treffe mich auch öfters mit ihm zum Kaffee. Frau Krautwurm erzählte mir dann von einem Diego. Das hörte sich für mich erstmal alles an, als hätte die Dame eine Affäre und würde sich regelmäßig mit dem treffen, weil sie mir das auch fröhlich berichtete. Mir kam das im wahrsten Sinne des Wortes Spanisch vor, zumal wir ja auch im anderen Büro ihren Lebensgefährten sitzen hatten. Er hat ein Reisebüro. Okay, Ihnen kann ich es ja sagen. Es ist ein Geheimnis. Ich wollte eine Überraschung für meine Familie planen. Ich möchte gerne nach Mallorca mit der ganzen Familie, einfach für den Zusammenhalt. Und das soll eine Überraschung werden. Und er, ja, richtig. Es sind einige Telefonate und Treffen nötig gewesen zur Planung. Ja. Mit Ausflügen etc. Das sollen die alle nicht wissen. Ja, okay, ich dachte jetzt, weil Sie jetzt gerade sagten, ein langer Freund, mit dem ich mich auch immer öfter mal treffe, dachte ich, da wäre vielleicht was anderes. Nein, das ist ja eine super schöne Idee. Haben Sie denn eine Rufnummer für mich? Dann würde ich den mal eben anrufen. Natürlich, da bestätige ich Ihnen das bestimmt. Mal eben schauen, wo die Nummer ist. Ja. Nachdem Melina Hoffmann neben dem Alibi des Sohnes auch das seiner Mutter überprüft hat, fallen die beiden als Fahrer weg. Die Beamtin schließt sich mit ihrem Kollegen kurz. Ich habe mit seinem Chef gesprochen, beziehungsweise Bezirksleiter da und mit dem Kunden. Er war auch tatsächlich um die Zeit da. Das war auch ein ganz langer Termin. Okay. Ne? Dann bleiben ja nicht mehr viel, weil sonst hat er keinen anderen mehr. Und die Tochter, die ist wo jetzt? Die ist jetzt aber auch schon relativ lang, ist sie auf Toilette. Auf Toilette gegangen. Da könntest du eventuell mal. Soll ich mal gucken, ob geh mal, alles ja, gut wollte ich gerade sagen, geh mal bitte gucken. Ja. Die ist jetzt schon recht lang. Okay. Hörst du? Das Fenster ist offen. Okay. Ich geh mal eben draußen gucken, ne? Soll ich mitkommen oder? Sag mir, sagst du Bescheid? Ja, du hörst mich ja. Ist ja. Ja hier drin.
Die Tochter des Fahrzeughalters ist aus der Toilette ausgebüxt. Melina Hoffmann ahnt, warum. Lina? Lina, bleib mal stehen! Lina, stehen bleib jetzt, das bringt doch nichts. So, jetzt bleib mal stehen. Was ist denn los? Warum bist du denn jetzt durchs Fenster abgehauen? Das ist alles so peinlich. Was denn? Mit dem Auto? Ja, weil die Sabine, die telefoniert immer ganz heimlich zu Hause und man hört auf jeden Fall immer, dass eine Männerstimme ist und schmeichelt sich da voran. Deshalb glaube ich halt, dass sie fremd geht. Und ich wollte halt meinem Papa das ersparen und dachte vielleicht, weil sie so nett waren auf der Verkehrsschulung, dass sie vielleicht die richtige Frau für meinen Vater sind. Und dann wird das mit Sabine zu Ende gehen und dann hätte er gar nichts davon gemerkt. Ach nein, und dann hast du das jetzt quasi alles inszeniert, ja. Mit dem Auto, mit dem Plakat. Ja. Ja, ich glaube, du hast aber tatsächlich was ganz falsch verstanden. Aber die telefonieren immer und man hört das halt voll, dass ein Mann ist. Und die reden halt voll vertraut und das geht halt schon echt länger und das ist immer voll heimlich. Das hat sie mir einen ganz anderen Hintergrund, erkläre ich dir gleich. Ne? Sie ist tatsächlich aus dem Badezimmerfenster rausgeklettert und war jetzt gerade dabei, hier die Örtlichkeit zu verlassen. Für das Plakat im Auto gibt es jetzt auch eine Erklärung. Okay. Wahrscheinlich müssen sie das Geheimnis dann doch jetzt aufklären. Sie hat nämlich gedacht, dass sie heimlich mit einem anderen Mann telefonieren. Und hat das Ganze eigentlich inszeniert, weil sie meinte, ich wäre so nett gewesen bei der Verkehrsschulung. Und dass ich quasi die bessere Frau für ihren Lebensgefährten wäre. Aber das hat ja eine ganz andere, anderen Hintergrund. Geh mal rüber. Ja, natürlich. Das hast du völlig falsch verstanden. Ich habe echt, jetzt muss ich es euch ja leider sagen, eine Überraschung für uns geplant. Ich wollte mit allen zusammen nach Mallorca. Und ich plane schon seit Wochen unseren Urlaub zusammen. Und das solltet ihr eben nicht wissen. Deswegen telefoniere ich häufig und bin dauernd immer weg gewesen. Du hast gesagt, die Mama hätte ein Verhältnis mit jemand anderem oder was? Und wolltest dann eine neue Frau besorgen? Ganz offensichtlich. Ja. Das hast du nicht gefallen. Du warst dann mit dem Plakat? Ich habe das auch überprüft. Nee. Ne? Das ist keine Geschichte. Ich habe sogar mit dem Herrn telefoniert und der hat mir das alles so bestätigt. Ich habe euch doch so lieb, Mensch. Das ist doch solch ein Missverständnis. Alles wieder gut? Ja, es tut mir leid. Mann. Und deswegen die Aktion. Ja. Ist natürlich das Führerschein Neuling ist natürlich nicht ganz so gut, ne? Weil das, was du da gemacht hast, also erstmal das zu schnelle Fahren und dann diese Verkehrsgefährdung, da wirst du, glaube ich, werden die Kollegen vom Verkehrsdienst schon dir in Verbindung setzen. Ich glaube, ja, Führerschein auf Probe, ne? Den wirst du mit Sicherheit, glaube ich, eine Zeit lang abgeben müssen, ne? Die Schülerin sieht ein, dass ihre Aktion dumm und gefährlich war und wird sich den Konsequenzen stellen.